machen wir heute? Flügi. Ja, noch hier. Peruna. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Lappland. Brrrr. Nicht mit Badehose. Nein, aber dafür ganz viel Flausch. Genau. Alles eingeschweißt. Aufpassen mit Alkohol. Warum erwürgst du mich? Warum kann ich nicht atmen? Hallo, was machst denn du? Ich habe eins die Hosenladen wieder zutun. Wieso kann denn? Kann ich den ganzen gelüften? Ja, aber schäm dich. Weißt du, langsam wird es kalt. Schäm dich. Das Lächeln. So, jetzt gehen wir schnell in die Sauna runter. Zeig euch die Sauna. Er geht nicht ins Eisloch. Was? Es ist ihm viel zu kalt, um ins Eisloch zu gehen. Da ist das Eisloch. Habt ihr gesehen? Wir sind in Lappland. Ich meine, das ist ziemlich brrrr. Dann nehmen wir die Leiter raus. Es hat jeden Morgen eine Eisschicht drauf. Ja, ist logisch, wenn es so kalt ist. Und
Und die Leute gehen in die Sauna, das ist das Häuschen. Moment schnell, Moment schnell. Ja. Und dann gehen sie hier in das Eisloch rein. Ich glaube, man muss ganz, ganz fest einen grossen Flick haben, damit man das macht. Ja. Ich bin noch nie gesehen. Nein, und das sehe ich eh nicht so ganz. Das müssen wir abdecken, dass es dann genau. Dass es ein bisschen isoliert ist. Und anscheinend muss im Winter auch noch ein Rentierfell drauf, habe ich gehört. Jetzt ist es ein bisschen kalt. Ja. Im Winter ist minus 40 Grad. Genau. Man muss das Eisloch wieder aufschlagen. Ja, Herr Engler. Da ist ein Saunali. Saunali. Sauna sind keine Sauen drin. Das ist so. Aber man kann sich auch versaut benehmen, wenn man will. Es muss also nichts mit Sau zu tun haben. Und gehen wir rein, gehen wir schauen. Gehen wir schauen, ja. Gehen wir schauen. Also gut. Ja. Der Engler läuft mir immer ins Bild hier. Ja, sind wir bereit. Dann geht es die Tür rein. Und jetzt wird es heiss und ich habe das verdammte Kombi. Ui, es ist jemand drin. Ui, und jetzt haben wir gefilmt. Ja. Herr Engler, haben Sie nicht schauen, ob da jemand drin ist? Nein, ich kann nicht. Ja, aber bitte.